Walter von Brauchitsch. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You sit down. Herr Feldmarschall, welche Dienststellung haben Sie zuletzt bekleidet? Oberbefehlshaber des Heeres. In welchem Zeitraum waren Sie Oberbefehlshaber des Heeres? 1938 bis 1941. Sie wurden am 4. Februar 1938 Nachfolger des Generalobersten von Fritsch in der Stellung als Oberbefehlshaber des Heeres. Hat Fritsch Sie bei Ihrer Amtsübernahme über die von Hitler in der Besprechung vom 5. November 1937 geäußerten Absichten unterrichtet? Nein. Hat Sie etwa Hitler selbst über diese Absichten orientiert? Nein. Oder hat Sie Generaloberst Beck, der damalige Generalstabschef des Heeres, darüber orientiert? Nein, auch nicht. Bei Bestehen solcher Pläne wäre Ihre Orientierung bei der Übernahme der Dienststellung des Oberbefehlshabers des Heeres erforderlich gewesen? Nach meiner Auffassung sicher. Wann haben Sie von dem Inhalt der Besprechung vom 5. November 1937 Kenntnis erhalten? Erst hier in Nürnberg. Sind Sie als Oberbefehlshaber des Heeres vor der Besetzung Österreichs von Hitler gehört worden? Nein. Bestand ein Plan für ein militärisches Eingreifen gegen Österreich? Nein. Mir jedenfalls ist nichts bekannt. Kam das Eingreifen überraschend für Sie? Es kam für mich vollkommen überraschend. Ich bin nicht, wie der Zeuge Gesevius angibt, aus der Sitzung des Gerichts herausgerufen worden. Ich war überhaupt nicht in Berlin, sondern auf Dienstreise abwesend. Erst nach meiner Rückkehr habe ich von den befohlenen Anordnungen erfahren. Waren Sie damals nicht bedenklich? Ich fürchtete den Bruderkampf und ich fürchtete ferner, dass aus diesem Eingreifen weitere Konflikte sich ergeben würden. Hat Sie Papen nicht in der Reichskanzlei im Laufe des 11. März 1938 getroffen und Sie beglückwünscht, nachdem der Einmarschbefehl im Laufe des 11. März zurückgenommen worden war? Die Zurücknahme des Einmarschbefehls hatte ich sehr begrüßt. Ich war in der Reichskanzlei. Und es ist sehr wohl möglich, dass Papen mich dabei beglückwünscht hat. Sind Sie vor der Besetzung des Sudetenlandes zu den politischen Dingen gehört worden? Nein, niemals. Bestand in diesem Fall ein Plan für ein militärisches Eingreifen? Für Österreich?
nein, vor Besetzung des Südsudetenlandes? Nein, auch nicht. Haben Sie nicht vor Ablauf der Sudetenbesetzung Feldmarschall Keitel gebeten, seinen ganzen Einfluss dafür einzusetzen, dass auf keinen Fall über die vereinbarten Linien hinausgegangen werden dürfe? Das trifft zu. Der Zeuge Gisevius hat hier ausgesagt, Generaloberst Beck habe seit Mai 1938 die Geschäfte des Generalstabschefs nicht mehr geführt. Stimmt das? Das ist ein Irrtum. Feldgeneral Beck hat bis zum 1. September 1938 die Geschäfte des Chefs des Generalstabes voll und ganz geführt. Generaloberst Beck hat eine Denkschrift verfasst, die hier schon erörtert worden ist, auf die ich deswegen nicht näher eingehen will. In dieser Denkschrift hat er sich gegen die Sudetenbesetzung ausgesprochen und vor einem Zweifrontenkrieg gewarnt. Was haben Sie mit dieser Denkschrift unternommen? Ich hatte sehr ernste Bedenken gegen eine Politik, die mit militärischen Maßnahmen unterstützt wurde. Generaloberst Beck hatte eine Denkschrift aufgestellt, in der er kurz militärisch zu dem Ergebnis kam, dass ein Krieg im Herzen Europas zu einem Weltkonflikt führen müsse. Da ich diese Gedanken für durch unbedingt grundlegend hielt, so nahm ich Gelegenheit, sie den kommandierenden Generalen vorzutragen. Diese hatte ich zu anderen Zwecken. Es handelte sich um Besprechung innerer Fragen des Heeres nach Berlin befohlen. Ich habe anschließend jeden Einzelnen um seine Auffassung gefragt. Sie haben einstimmig den Gedankengängen zugestimmt. Diese Denkschrift bekam nachher Hitler. Es kam darüber zu einer erregten Auseinandersetzung, indem er mir dem Sinne nach sagte, unter anderem, er wisse alleine, was er zu tun habe. Wann war das ungefähr? Das ist gewesen Ende Juli, in der zweiten Hälfte Juli 1938. In welchem Zusammenhang ist Generaloberst Adam verabschiedet worden? Im August hatte beim Führer eine Besprechung mit Generalstabsoffizieren, die er befohlen hatte, stattgefunden. Bei dieser Besprechung hatte der Chef des Generals Adams, der damals Gruppenbefehlshaber in Wiesbaden war, ähnliche Gedankengänge geäußert wie in der Denkschrift. Er hatte dabei sich auf seinen Befehlshaber berufen. Dies war der erste Anstoß zur Verabschiedung, die aber erst im Oktober 1938 nach einem Vortrag des Generals Adam erfolgte. Es handelte sich dabei um eine Reise zur Besichtigung des Westfalls
dem General Adam seine Auffassung zum Ausdruck brachte. Welche militärischen Vorbereitungen haben Sie vor der Besetzung der Tschechoslowakei angeordnet? Von mir aus sind überhaupt keine Anordnungen ausgegangen. Hitler hatte damals befohlen, dass die Truppen der umliegenden Wehrkreise in erhöhter Bereitschaft zu halten seien. Bestand ein militärischer Plan für die Besetzung der Tschechoslowakei? Ein Plan hat nicht bestanden. Es ist nur das, was von Hitler nachher befohlen war, in die Tat umgesetzt worden. Nun spitzte sich die Lage allmählich zu. Haben Sie im Laufe des Jahres 1939 Hitler vor einem Kriege gewarnt? Aufgrund der Anordnungen, die in der Polenfrage gegeben worden waren. Ich hatte sehr ernste Bedenken, dass wir gegen den Willen von Hitler und des deutschen Volkes in einen Krieg hineinschlittern könnten. Aus diesem Grunde habe ich im Juli 1939 in einer Vortrag bei Hitler alleine noch einmal auf die Denkschrift hingewiesen. Ich habe ferner zum Ausdruck gebracht, dass Hitler die ganzen Errungenschaften, die er auf friedlichem Wege erreicht hatte, aufs Spiel setzen würde. Hitler ließ sich auf keine Diskussion ein, wie er es meist nicht tat, sondern antwortete mir nur, das wäre eine Angelegenheit der politischen Führung, die mich nichts angänge. Hatten Sie damals nicht auch ein Gespräch mit Lutze, dem damaligen Stabschef der SA? Ich habe mit dem Stabschef der USA mich unterhalten und in dieser Unterhaltung dieselben Bedenken zum Ausdruck gebracht, die ich eben geäußert, deshalb nicht wiederholen brauche. Der Stabschef Lutze teilte meine Auffassung. Ich hatte das getan in der Hoffnung, dass er gelegentlich diese Auffassung beim Führer zum Ausdruck bringen würde. Herr Feldmarschall, haben Sie in dieser Spannungszeit Fühlung mit dem Auswärtigen Amt gehabt? Nein, denn das Auswärtige Amt hatte Verbot, das Oberkommando des Heeres irgendwie zu orientieren. Mit anderen politischen Spitzenstellen? Auch nicht. Die Besprechung am 23. Mai 1939 ist von besonderer Wichtigkeit. Hatten Sie damals den Eindruck, dass der Krieg eine beschlossene Sache sei? Nein. Und zwar sind es eine ganze Reihe von Umständen und Tatsachen, die in mir den klaren Eindruck erhielten, dass es sich nicht um eine Kriegsabsicht handelte. Ich darf darauf hinweisen, dass seit dem Herbst 1938 Verhandlungen mit Polen liefen zur Bereinigung der schwebenden Fragen. Hitler hatte im Reichstag über dieses Problem gesprochen. Er hatte dabei zum Ausdruck gebracht, dass das die einzigste noch
zu bereinigende Frage wäre. Er hat in den Reden vorher zum Ausdruck gebracht, dass der Aufbau der Wehrmacht nur zum Schutz der eigenen Heimat erfolge. Ende Dezember 38 oder in den ersten Tagen des Januars 39 hatte das Oberkommando des Heeres folgenden Befehl vom Oberkommando der Wehrmacht erhalten. Das Heer habe sich bis zum Jahre 1945 den vorgesehenen planmäßigen Aufbau durchzuführen. Jede Vorbereitung für einen Aufmarsch oder für einen Operationsplan wurde verboten. In der Sitzung am 23. Mai 1939 sagte Hitler damals wörtlich: Ich müsste ein Idiot sein, wenn ich wegen Polens in einen Krieg schlittern wollte, wie die Unfähigen vom Jahre 1914. Er befahl ferner, dass die Aufrüstung in dem vorgesehenen Zeitmaß, also bis zu den Jahren 42, 43 und so weiter, laufen sollte. Das knüpfte für mich an den Befehl, den ich bekommen hatte am Anfang des Jahres. Und schließlich befahl er, dass Kommissionen eingesetzt werden sollten, um die anderen angeschnittenen Probleme zu prüfen. Dieser ganze Tatsachenkreis war für mich die klare Unterlage. Es handelte sich im Falle Polen auch nur um eine durch militärische Maßnahmen unterstützte Politik. Haben Sie bei jener Besprechung am 23.05., von der Sie ja eben gesprochen haben, auch Bedenken irgendwelcher Art vorgetragen? Es war keine Besprechung. Es war die Ansprache des Führers an die von ihm befohlenen Untergebenen. Eine Aussprache fand nicht statt. Herr Feldmarschall, ich glaube, dass Sie mich missverstanden haben. Nein. Ich befragte Sie jetzt, ob Sie in der Besprechung vom 23. Mai Bedenken irgendwelcher Art vorgebracht haben. Stimmt das, was ich gesagt habe? War nun bis zu jenem Zeitpunkt, also Mai 39, jemals vorher ein Angriffsaufmarsch gegen Polen bearbeitet worden? Nein, niemals. Hatten Sie am 22. August 1939 noch die Hoffnung, dass es nicht zum Kriege kommen werde? Die bisher von mir erwähnten Gründe blieben unverändert bestehen. Es kam weiterhin zu, aber dass der Handelsvertrag mit der Sowjetunion nach der Auffassung von mir auf Polen dahin wirken würde, auf den Verhandlungsweg einzugehen. Es kam ferner hinzu, dass die Isolierung, von der Hitler gesprochen hatte, nach meiner Auffassung auch dazu führen müsste, um Polen bereit zum Verhandeln zu machen.
Das Entscheidende war, dass Hitler ausdrücklich sagte, dass die Verhandlungen mit Polen weitergingen. Was war überhaupt der Zweck dieser Ansprache am 22.08., so wie Sie ihn gesehen haben? Nach meiner Auffassung war diese Besprechung einmal eine Folge der Vorstellungen, die ich gegenüber Hitler erhoben hatte. Zweitens war es nach meiner Auffassung die Absicht Hitlers, bei den befohlenen Führern das Vertrauen zu der von ihm geführten Politik zu stärken und sie absolut von der Folgerichtigkeit seiner Absichten zu überzeugen. Hello, Sam. Herr Feldmarschall, wir waren in der Spannungszeit vor Kriegsausbruch stehen geblieben. Apparently the translation isn't coming through. Is it all right now? Very well. Wir waren in der Spannungszeit vor Kriegsausbruch stehen geblieben. Am 25.08.1939 wurde der erste Einmarschbefehl zurückgenommen. Ist Ihnen in jenen Tagen von Hitler eine Mitteilung gemacht worden, dass die Verhandlungen weitergingen? Er gab mir persönlich den Befehl zum Rücknahme des Einmarschs und sagte mir dabei, dass die Verhandlungen mit Polen noch im Gange wären. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Besetzungen fremder Gebiete waren aber die Vorbereitungen vor dem Polenfeldzug auf den Ernstfall abgestimmt. Hat Sie dieser Umstand zu dem Ergebnis geführt, dass es nun tatsächlich zum Kriege kommen werde? Nein. Und zwar aus folgendem Grunde. Hitler hatte nach der Soldatenkrise von den einzelnen militärischen Führern gehört, sie hätten die militärischen Vorbereitungen nicht als ernst aufgefasst, weil die Vorbereitungen in ihrem Umfange nicht der Schwere der Aufgabe entsprachen. Es ist aber selbstverständlich, dass wenn man in politischen Verhandlungen mit militärischen Machtmitteln drohen will, diese den absoluten Eindruck des Ernstes sowohl bei dem Verhandlungspartner wie bei den eigenen Leuten erwecken muss. Aus diesem Grunde war in dem Polenfall von Hitler mit allem Nachdruck auf die Vorbereitungen gedrungen worden, dass sie als ernsthaft anzusehen wären. Es kam aber noch ein zweites hinzu. Auf Befehl von Hitler war eine Zeittafel
aufgestellt worden, in dem die einzelnen Abschnitte genau festgelegt waren. Es durfte nur auf deinen Befehl eine neue Phase angefangen werden. Auch hieraus war für mich ersichtlich, dass er die Vorbereitungen ganz im Gang der politischen Verhandlungen anpassen wollte. Wussten Sie bei Beginn des Polenfeldzuges, dass ein Abkommen mit der Sowjetunion über die Festlegung einer Demarkationslinie getroffen worden war? Nein, ich hatte keine Ahnung. Nach Abschluss der kriegerischen Handlungen hatten Sie militärische Verwaltung in Polen vorgesehen. Warum kam es nicht dazu? Das Oberkommando des Heeres hatte die Vorbereitungen und Weisungen dahingehend getroffen, dass eine möglichst baldige Befriedung des besetzten Gebietes herbeigeführt werden sollte. Anfang Oktober erfuhr ich von Übergriffen gegen die Polen, die von Persönlichkeiten, die nicht dem Heere unterstanden, ausgegangen waren. Ich meldete dieses dem Oberkommando der Wehrmacht und nahm die nächste Gelegenheit wahr, um Hitler persönlich darüber Vortrag zu halten. Ich bat ihn, dafür zu sorgen, dass derartige Handlungsweise ein für alle Mal unterbunden würde. Hitler ging auf diesen Vortrag nicht weiter ein. Frank war ursprünglich vorgesehen als Zivilkommissar zu dem Militärbefehlshaber von Polen zu treten. In der zweiten Hälfte Oktober wurde er mit der Gesamtverwaltung beauftragt. Das Heer gab seine Befugnisse ab. Traten nach dem Feldzug gegen Polen nicht Spannungen zwischen OKH und Hitler ein? Welches waren die Gründe dafür? Es waren dauernd Auseinandersetzungen mit der Leitung der Partei. Die bezogen sich auf die verschiedensten Punkte. Sie alle aufzuzählen würde zu weit führen. Ich will nur zwei Dinge herausgreifen. Das eine betraf die Seelsorge, die ich unter allen Umständen im Heere aufrechterhalten wissen wollte. Das zweite war der Einfluss, den die Parteileitung beanspruchte, auf den Offiziersatz, auf die Beschwerdewesen. Das dritte war der Erlass des Reichsführers der SS Himmler über die Heirat- und Frauenfrage, den ich mit einem Erlass an das Heer beantwortete. Nun einige Fragen zu der Zeit vor der Westoffensive. War vom Oberkommando des Heeres im Anschluss an den polnischen Feldzug eine Offensive gegen die Westmächte vorgesehen? Es war in keiner Weise eine Offensive vorgesehen. Von wem? Aufgrund des vorhin genannten Befehles waren sämtliche Vorbereitungen verboten worden. Es war auch infolgedessen für die Defensive keine
besonderen Maßnahmen vorher getroffen worden. Die ganzen Anordnungen, die nach dem Polenfeldzug an die im Westen und nach dem Westen kommenden Truppen erging, waren Reihen defensiver Natur. Von wem ging dann später der Plan anzugreifen aus? Am 27. September 1939 gab Hitler seinen Entschluss, im Westen anzugreifen, bekannt und befahl die entsprechenden Vorbereitungen, die bis zum 12. November abgeschlossen sein sollten. Welche Stellung haben Sie und das OKH zu diesem Plan eingenommen? England und Frankreich hatten an Deutschland den Krieg erklärt. Beide Mächte hatten den größten Schwächemoment Deutschlands im Monat September nicht ausgenutzt. Es war mir deshalb durchaus fraglich, ob sie jetzt, wo die Westfront täglich verstärkt wurde, zu einer Winteroffensive antreten würden. Darüber hinaus war es mir persönlich aber durchaus fraglich, ob die beiden Mächte ernsthaft entschlossen waren, den Krieg zu führen. Ich glaubte, nach dem Empfang den Chamberlain nach dem Münchner Abkommen in London und Daladier in Paris Empfang erhalten hatten, dass in den betreffenden Völkern keine Neigung zu einem Kriege vorhanden sein würde. Die bisher von den Alliierten vorgekommenen Neutralitätsverletzungen glaubte ich, dass sie in den Augen der Welt nicht so ins Gewicht fallen würden. Mir war seit dem Jahre 14 die Folgen einer Neutralitätsverletzung in das Gedächtnis eingebrannt. Nach meiner Auffassung würde das auch in diesem Falle denjenigen treffen, der zuerst auf der Erde wirklich mit starken Kräften die Grenze überschritt. Wir hatten im Oberkommando des Heeres sorgfältig die Frage geprüft, ob die Grenzüberschreitung aus Gründen der Erdoperation zuerst notwendig sei. Wir waren zu der Überzeugung gekommen, dass das nicht der Fall war, sondern dass wir, wenn es überhaupt notwendig war, im Nachzuge schlagen konnten. Haben Sie Hitler darauf aufmerksam gemacht, dass mit einer Offensive im Westen die Länder Holland, Belgien und Luxemburg in die Kriegshandlungen hineingezogen würden? Ich habe die nächste Gelegenheit, wo ich Hitler allein sprach, nach dem 27.09. 39 benutzt, um ihm diese meine Auffassung vorzutragen.
Er ging auf keine Diskussion ein, sondern blieb bei seiner bekannten Auffassung. Haben Sie versucht, die Westoffensive zu verhindern? Ich war nach wie vor überzeugt, dass es möglich sein müsse, diesen ganzen Krieg politisch aus der Welt zu schaffen. Ich hielt es für einen Wahnsinn, dass Europa sich noch einmal wieder zerfleischen wollte, anstatt in gemeinsamer Arbeit friedensmäßig die Entwicklung vorzunehmen. Die Wehrmacht war da nach dem Grundsatz Civis Pacem Parabellum. Der deutsche Soldat jeden Dienstgrades war dazu erzogen, seine Heimat zu verteidigen und sie zu schützen. Er dachte nicht an Eroberungskriege oder an die Ausdehnung deutscher Herrschaft über andere Völker. Haben Sie es war mir klar, dass die gesamte Frage nur auf politischem Wege bereinigt werden konnte, wenn dazu der ernsthafte Wille vorhanden war. Jede politische Entwicklung braucht aber Zeit. Und es kam mir nur darauf an, diese Zeit für diese politischen Verhandlungen, auf die ich persönlich ja keinen Einfluss hatte, zu gewinnen. Ich erbat deshalb am 5. November 1939 eine Rücksprache beim Führer. Da ich nicht mit politischen Gründen mehr kommen konnte, so musste ich das rein auf militärische Gründe abstellen und tat dies mit dem Zustande des Heeres. Hitler hörte zunächst meine Ausführungen in Ruhe an. Er bekam dann einen Wutanfall, sodass jedes weiteres Sprechen unmöglich war, und ich ging. Am Abend desselben Tages kam der Befehl zum Angriff für den 12. November. Dieser Befehl wurde dann am 7. November wieder aufgehoben. Haben Sie nicht sogar den Vorwand des schlechten Wetters benutzt, um eine Aufschiebung zu erreichen? Ich habe darauf hingewiesen, dass wenn wir überhaupt antreten müssten, dass wir das bei den ganzen schwierigen Geländeverhältnissen nur bei einer längeren Dauer guten Wetters möglich sei. Und dass vor allem der Einsatz der Luftwaffe von einer längeren Dauer guten Wetters abhängig wäre. Sie haben nach der Ansprache Hitlers an die Generäle am 23. November 1939, die hier schon häufig erörtert worden ist, Ihren Rücktritt angeboten. Wie kam das? Ich wurde am 23. November abends noch einmal zum Führer befohlen. In einer längeren Unterredung unter vier Augen erhob er nochmal die ganzen Vorwürfe gegen das Heer. Im Verlauf dieser Unterredung bot ich ihm meinen Rücktritt an.
Er lehnte das ab, indem er sagte, ich hätte meine Pflicht und Schuldigkeit zu tun, wie jeder Soldat. Durch diese Vorgänge war ein Riss entstanden, der jetzt mühsam verklebt, aber nie geheilt worden ist. Inwieweit waren Sie als Oberbefehlshaber des Heeres an dem Entschluss zur Besetzung von Norwegen und Dänemark beteiligt? Gar nicht. Haben Sie an der Vorbereitung und Durchführung mitgewirkt? Nein. Dann kam der Westfeldzug. Wie war zu jener Zeit Ihr Verhältnis zu Hitler? Wie vorhin schon erwähnt, war es schwierig. Im Laufe des Westfeldzugs gab es eine Reihe von größeren und kleineren Differenzen. Ich will nur eine herausgreifen. Es betrifft das Anhalten der deutschen Panzer vor Dünkirchen, die zu einer schweren Differenz und Auseinandersetzung geführt haben. Sie war die Folge, dass die Masse des Personals des englischen Expeditionskorps über den Kanal nach England rüberkommen konnte. Sind von Seiten des OKH nach Abschluss des Westfeldzuges Demobilmachungsmaßnahmen bearbeitet worden oder in Vorschlag gekommen? Es wurde damals zwei Maßnahmen getroffen. Es wurde eine Demobilmachungskommission eingesetzt und es wurden zweitens eine Anzahl von Generalen die Frage gestellt, ob sie nach Friedensschluss den Wunsch hatten, weiter im Heere zu verbleiben. Wie war Ihre Mitwirkung an den Entschlüssen zum Eingreifen in Griechenland und Jugoslawien? An den Entschlüssen habe ich in keiner Weise mitgewirkt, als ich mit dem Chef des Generalstabes, Generaloberst Haller, zum Führer befohlen wurde, empfing er uns mit den Worten, ich habe mich entschlossen, Jugoslawien niederzuschlagen und führte dann die Gründe für seinen Entschluss aus, die, glaube ich, hier schon bekannt sind. Bestand damals ein Plan für ein Eingreifen gegen Griechenland oder Jugoslawien? Nein, weder ein Plan noch irgendeine Vorbereitung, nicht mal Karten waren vorhanden. Und wo mussten Sie überall die Divisionen herholen? Aus allen Teilen Deutschlands? Die Division mussten aus allen Teilen Deutschlands und der besetzten Gebiete herangezogen werden. Trifft die Behauptung des Feldmarschalls Paulus zu, dass die Besetzung des Balkans eine Vorbedingung des Feldzuges gegen die Sowjetunion gewesen wäre? Das ist ein Irrtum des Feldmarschall Paulus. Die jugoslawische Frage war eine absolute Folge des dortigen Umsturzes. In Jugoslawien war vorher ja erst dem Dreibund beigetreten. Und sie war eine Folge der englischen Landung in Griechenland und der katastrophalen Lage der Italiener in Albanien. Nun zum Ostfeldzug. Wie standen Sie zum Handelsabkommen mit der Sowjetunion? Wir hatten das Handelsabkommen im September 1939 mit der Sowjetunion freudig begrüßt. Wir sahen damit darin die Vorbedingung, dass nunmehr
eine Periode des Misstrauens beendet sei. Und dass darüber hinaus Deutschland die ihm im Herzen Europas zukommende Aufgabe der Brücke wieder aufnehmen könne. Hat irgendein militärischer Führer den Gedanken angeregt, die Sowjetunion anzugreifen? Nein, niemals. Wann hat Hitler Ihnen gegenüber zum ersten Male von der Möglichkeit gesprochen, dass ein Krieg mit der Sowjetunion in Frage käme? Im August 40 machte er mir gegenüber eine Bemerkung, dass er Sorge habe, dass die Haltung Russlands sich ändern könne. Ich habe daraufhin mit dem Chef des Generalstabes gesprochen und ihm gesagt, wir müssten uns die Unterlagen verschaffen, da wir in dieser Hinsicht bisher nichts getan hatten. Waren denn Karten vorhanden? Weder Karten noch sonst etwas. Im Monat September befahl Hitler dann, dass die Frage Russlands geprüft werden sollte. Nach meiner Auffassung war weder ein Entschluss zur Durchführung vorhanden, jedenfalls wurde er nicht geäußert. Die ganzen Arbeiten waren generalstabsmäßige Vorbereitungs- bzw. Vorsichtsmaßnahmen, wie man sie überall in einem solchen Falle treffen muss. Stand die von Ihnen nach dem Westfeldzuge angeordnete Verlegung einiger der Divisionen in das Generalgouvernement damit im Zusammenhang, also mit dem Beginn des Ostfeldzuges, oder welche Gründe waren für diese Verlegung maßgeblich? Die Verlegung der Divisionen war bereits vorher in die Wege geleitet. Sie hatte ganz andere Gründe. Die Sicherung an der russisch-deutschen Demarkationslinie in Polen wurde in der Hauptsache vom Zolldienst ausgeübt. Zahllose Übertritte über die Grenze hatten sich festgestellt. Der Zollgrenzschutz wurde an anderer Stelle dringend gebraucht. Die SS absichtigte, diesen Grenzschutz des Zolldienstes zu übernehmen. Sie wollte deshalb neue Verbände aufstellen. Das aber wollte ich verhindern. Und aus diesen Gründen wurde bei Hitler die Verlegung von Divisionen nach dem Westosten beantragt. Es kam hinzu, dass wir überhaupt Frankreich von den zahlreichen Divisionen, die dort lagen, entlasten wollten. Hat das Oberkommando des Heeres in der Besprechung vom 3. Februar 1941 Bedenken gegen einen Krieg mit der Sowjetunion vorgebracht? Ich beziehe mich dabei auf die Urkunde 872 PS, USA Exhibit 134. Nach den Ausführungen von Hitler handelte sich im Falle Russland, wenn es überhaupt zum Kriege kam, um einen Präventivkrieg. In der Besprechung habe ich mich beschränkt auf die rein militärischen Bedenken. Generaloberst Haldau und ich trugen über drei Dinge vor. Das eine war die Weite des russischen Raumes, die man auch heute noch nicht mit dem Motor allein überbrücken kann. Das zweite war die hohe Bevölkerungszahl,
und damit die große Zahl zur Verfügung stehender ausgebildeter Reserven und das ganz andere Bildungsniveau und die ganz andere Aufgeschlossenheit der russischen Bevölkerung gegenüber im Jahre 1814-18, wovon ich mich selbst überzeugen konnte, als ich in Russland als Gast der Roten Armee im Jahre 31 war. Und das Dritte war das hohe Rüstungspotenzial Russlands. Nach unserer Schätzung verfügte Russland damals über rund 10.000 Panzer. Hitler musste sich mit diesen Fragen auch schon beschäftigt haben. Denn er antwortete sofort und widerlegte die beiden ersten Punkte damit, dass er sagte, die Herrschaft der Sowjets sei bei den russischen Völkern derartig unbeliebt, dass sie zusammenbrechen würde. Es käme nur darauf an, dass die ersten Erfolge durchschlagend wären. Zu dem letzten Punkt, der Rüstung, führte er anhand von umfangreichen Zahlenmaterial, das er wie immer auswendig wusste, aus, dass die Rüstung Russlands nicht auf dem Standpunkt sein könne, wie wir sie mutmaßten. Genaue Unterlagen hatten wir nicht zur Verfügung. Hitler ist also auf die von Ihnen vorgetragenen Bedenken nicht eingegangen. Auf eine weitere Auseinandersetzung. Auf eine weitere Auseinandersetzung oder Diskussion ließ er sich nicht ein. Wann haben Sie die Ihnen unterstellten Oberbefehlshaber der Heeresgruppen und der Armeen von den Russlandplänen unterrichtet? Am 18. Dezember 1940 war vom Oberkommando der Wehrmacht der Befehl herausgegangen. Anschließend, Ende Dezember, gingen die ersten Weisungen an die Heeresgruppen. Wie gestaltete sich Ihr Verhältnis zu Hitler während des Russlandfeldzuges? Kommissar, während des Russlandfeldzuges steigerten sich die Schwierigkeiten zunehmend. Aus der Fülle dieser Ereignisse will ich nur zwei herausgreifen. Das Heer hatte in den von ihm besetzten Gebieten die Kirchen der Bevölkerung, soweit wie das erwünscht war, wieder zur Verfügung gestellt. Die deutschen Geistlichen hatten auf Wunsch der Bevölkerung vielfach Amtshandlungen vorgenommen. Dies wurde von Hitler verboten. Es ergab sich jetzt das eigenartige Bild, dass die Geistlichen der rumänischen, ungarischen, italienischen und so weiter Divisionen amtierten, die Deutschen nicht. Das zweite und schwerwiegende war die Frage über die operative Führung des Krieges.
Wenn man nun schon einmal den Krieg angefangen hatte, dann musste man sich die Voraussetzungen für die Fortführung des Krieges im nächsten Jahr in diesem schaffen. Nach meiner Auffassung und der des Oberkommando des Heeres spielte hier der Raum um Moskau, nicht die Stadt, eine entscheidende Rolle. Dort läuft das gesamte Verkehrsnetz zusammen. Dort war dementsprechend die Voraussetzung für die Aufstellung und Verteilung der Hauptreserven gegeben. Dort befand sich auch zahlreiche Rüstungseinrichtungen, die die Ausrüstung dieser aufzustellenden Verbände ermöglichen. Das Oberkommando des Heeres war deshalb der Auffassung, dass nachdem die Linie des Dnepers, Smolensk, Peipussee erreicht war, dass man dann sich in den Besitz des gesamten Gebietes Moskaus setzen müsse. Hitler war anderer Auffassung. Er legte entscheidenden Wert auf Leningrad, forderte nachher die Offensive bei Kiew. Die Entscheidung darüber traf er, so wurde es dann später zu spät, die Offensive in Moskau, auf dem Moskauer Gebiet wurde unter dem Einfluss der Witterung zum Scheitern verurteilt. Hinsichtlich des Ostfeldzuges möchte ich gewisse Unterstellungsverhältnisse klären. Ist Ihnen ein Abkommen zwischen dem Generalquartiermeister des Heeres, General Wagner, und Heydrich über die Einsatzgruppen gemeldet worden? Mir ist gemeldet worden, dass eine Besprechung zwischen dem General Wagner und dem Chef des SS-Hauptamts Heydrich stattgefunden hat. Diese Besprechung sollte entsprechend dem Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht die Fragen regeln, die notwendig waren, um den von Hitler befohlenen Einsatz der von Kommandos in dem Operationsgebiet des Heeres zu regeln. Es ist mir gemeldet worden, dass es sich dabei handelte um die Fragen des Grenzübertrittes, um die Fragen der wirtschaftlichen Versorgung, um die Fragen des Vorfahrtsrechts auf den Straßen. Weiter ist mir darüber nichts gemeldet. Ob etwas anders noch besprochen ist, weiß ich nicht. Es kann sich aber höchstens nur darum handeln, dass vielleicht die Frage besprochen worden ist, dass wenn solche Kommandos in der vorderen Kampflinie irgendwie in das Kampf hineingezogen wurden, dass sie dann unter dem Befehl des örtlich führenden Führers trat. Sämtliche Anordnungen für diese Kommandos erfolgten befehlsgemäß durch den Reichsführer der SS. Den Heeresgruppen, den Armeen, war auf Wunsch des Heeres Verbindungskommandos zugeteilt worden. Sie hatten aber nur die Aufgabe, diese Kommandos über Zielrichtung und so weiter der Operation, soweit es für die in Frage kam, zu unterrichten.
In dem Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht heißt es, hinsichtlich des Zweckes und der Aufgaben dieser Kommandos, es ist beabsichtigt, die besetzten Gebiete so bald als möglich zum politischen Staat auszugestalten. Zur Vorbereitung dieser Maßnahme sollten diese Kommandos eingesetzt werden. Etwas anderes ist Oberkommando des Heeres nicht bekannt geworden. Hat General Wagner Ihnen gemeldet, dass durch diese Einsatzgruppen Massenvernichtungen durchgeführt werden sollten? Nein. Der Zeuge, SS-Führer Schellenberg, ist hier vernommen worden und er hat angegeben, dass er der Überzeugung sei, dass das OKH von Massenvernichtungen gewusst und dies auf dem Dienstwege den Oberbefehlshabern mitgeteilt habe. Stimmt diese Überzeugung des Zeugen Schellenberg? Er spricht von einer Überzeugung, nicht von einer Gewissheit. Und diese Überzeugung trifft nicht zu. Wie war die Unterstellung geregelt? Die Unterstellung dieser Einsatzkommandos, wie schon erwähnt, war derartig geregelt, dass sie alle Befehle allein vom Reichsführer SS erhielten. Sie unterstanden dem Heere in keiner Weise. Aber hinsichtlich der Versorgung unterstanden sie doch. Nein, unterstanden sie auch nicht, sondern sie waren angewiesen, von dem Heere ihre Versorgung zu erhalten, weil ja kein anderer Versorgungsweg für Verpflegung, Betriebsstoff vorhanden war. Sind Ihnen dienstliche Berichte dieser Einsatzgruppen zugegangen? Nein. Nun müsste noch die Unterstellung der Waffen-SS klargemacht werden. Wie war die Unterstellung einer Division der Waffen-SS unter das Heer? Die Waffen-SS unterstand dem Heere nur für den taktischen Einsatz. Sie unterstand dem Heere weder in disziplinarer noch in gerichtlicher Hinsicht. Das Heer hatte keinerlei Einfluss auf Beförderungen oder Absetzungen von Persönlichkeiten und so weiter. Wem unterstand eine Waffen-SS-Division, wenn sie sich außerhalb einer taktischen Aufgabe, also nicht im Kampf und nicht im Operationsgebiet befand? Jedenfalls nicht dem Heere, sie unterstand dem Waffenführer SS oder dem Oberkommando der Wehrmacht. Und wem unterstand sie, wenn sie im Heimatgebiet war? Dem Reichsführer SS. Ist die Waffen-SS aus dem Haushalt der Wehrmacht bezahlt worden? Aus dem Haushalt des Heeres sicher nicht. Und die Haushalte der Luftwaffe und Marine kämen noch weniger in Frage als... Glaube ich ebenso wenig, soweit wie ich orientiert bin, hat die SS nicht nur ihren eigenen Haushalt, sondern sie hatte ihr eigenes Rüstungsamt, Bekleidungsamt, Verwaltungsamt und so weiter. Es bestand also zwischen einer Waffen-SS-Division nur dann eine nähere und taktische Verbindung, wenn sich diese Waffen-SS-Division im Kampf befunden hat. Sie unterstand dem Heere in dem Moment, wo sie im Operationsgebiet eingesetzt wurden oder wenn sie zum Antransport zur Verfügung gestellt wurden. Wäre es ein richtiger Vergleich, wenn also zwischen einer Waffen-SS-Division und dem Heere keine nähere
Verbindung bestanden hat, wie wenn zum Beispiel eine italienische oder spanische Division dem Heer für den Kampf unterstellt worden ist. Waren ähnliche Verhältnisse. Wie war überhaupt das Verhältnis der Führerschaft der Waffen-SS zu der des Heeres, Marine oder Luftwaffe? War das besonders harmonisch? In Kampfverhältnissen klarziehend, sonst war wenig Verbindung. Herr Feldmarschall, können Sie die näheren Umstände angeben, unter denen Hitler den berüchtigten Kommissarbefehl gegeben hat? Im März 1941 hatte Hitler die militärischen Führer befohlen, in einer längeren Ansprache setzte ihn nochmal die Gründe für die Beurteilung der Haltung gegenüber Russlands auseinander. Er führte dann aus, dass es sich hier um einen Kampf handle, der weltanschaulicher Natur sei und der nicht mit den ritterlichen Methoden, der das Heer gewohnt sei, zu führen wäre. Er wisse, dass die Offiziere sich dieser Anschauung nicht zu eigen machen könnten. Er verlange aber unbedingte Durchführung der von ihm erteilten Befehle. Im Zusammenhang damit gab er dann den Befehl für die Behandlung der Kommissare. Was haben Sie getan, um die Ausführung dieses Befehls und Ausschreitungen der Truppen im Osten zu unterbinden? Nach Beendigung der Besprechung, als Hitler weggegangen war, kam ein Teil der Oberbefehlshaber zu mir. Ich entsinne mich insbesondere an die Oberbefehlshaber der drei Heeresgruppen, Feldmarschall von Rundstedt, Feldmarschall von Bock, der Feldmarschall von Leeb, sowie noch eine Anzahl von Armeeführern zu mir kam. In erregter Form sich darüber aussprachen, dass eine derartige Kriegführung für sie untragbar sei. Ich gab ihrer Auffassung recht und sagte ihnen, dass von Seiten des Oberkommandos des Heeres kein Befehl in dieser Hinsicht ergehen würde. Ich müsse mir aber erst überlegen, welche Schritte ich tun könne. Ich hatte Hitler inzwischen ja nun so weit kennengelernt, dass wenn er einen Entschluss gefasst hatte und wenn er ihn wie in diesem Fall öffentlich, das heißt vor den militärischen Führern ausgesprochen hatte, er jetzt gleich nachher um keinen Preis der Welt davon abzubringen war. Ich musste aber dem Heere die Handhabe geben, sich von diesem Befehl abzusetzen. Aus diesem Grunde gab ich einen Befehl über die Handhabung der Disziplin heraus. Welches war der ungefähre Wortlaut dieses Disziplinarbefehls? Den Wortlaut vermag ich nicht mehr anzugeben. Der Inhalt des Befehls war rund kurz folgender. Die Disziplin im Heere sei mit aller Schärfe in den alten, bisher geflogenen Richtungen und Regeln durchzuführen. Das Verhalten gegenüber der Bevölkerung aber durchaus korrekt zu sein, jede Übergriffe
seien zu bestrafen. Wäre eine offene Weigerung Hitler gegenüber erfolgreich gewesen oder eine Androhung Ihres Rücktrittes? Wie ich vorhin schon ausgeführt habe, nein. Nur noch eine Frage zum Ostfeldzug. Hat das deutsche Heer 1941 auf seinem Vormarsch in Russland erhebliche Zerstörungen vorgefunden, die die sowjetrussische Armee bei ihrem Rückzug selbst vorgenommen hatte? Es war das Bild so, wie wir es erwartet hatten. Schon aus der Zeiten von 100 Jahren vorher war die Auffassung und die Rücksichtslosigkeit Russlands im eigenen Lande in dieser Hinsicht bekannt. Wir fanden zahlreiche zerstörte Brücken und Bahnen, zerstörte Kraftwerke, zerstörte Fabrikanlagen in großem Umfang. Die Bergwerke im Donetsk-Gebiet waren derartig zerstört, dass sie trotz monatelanger Arbeit von uns kaum in Benutzung genommen werden konnten. In den Städten trafen wir auf extra Kommandos junger Russischer, die den Auftrag hatten und ihn zum Teil durchgeführt hatten, die Ortschaft in Brand zu setzen. In Kiew und in verschiedenen anderen Orten fanden wir vorbereitete Minen mit Zeitzünder vor, die uns erhebliche Verluste beigebracht haben. Sind Sie vorher über den Kriegseintritt Italiens oder über die Kriegserklärung an Amerika unterrichtet worden? Nein. Ich habe sie beide im höchsten Grade bedauert. Sind Ihnen militärische Abmachungen mit Japan bekannt gewesen? Ich kenne sie heute noch nicht. Die Protokolle über die Vernehmung des Zeugen Gisevius sind Ihnen dadurch bekannt geworden, dass ich sie Ihnen zur Durchsicht gegeben habe. Kennen Sie den Zeugen Gisevius? Ich habe die Existenz von Herrn Gisevius im April 1946 zum ersten Mal aus der Zeitung erfahren. Ich las in der Zeitung, dass er als Zeuge hier auftreten würde. Ich hätte darüber weggelesen, wenn mir nicht der Name aufgestoßen wäre, der mir bekannt war, weil ein Dr. Gisevius in den 90er Jahren Hausarzt bei meinen Eltern war. Der Zeuge hat aber verschiedene, und zwar ganz detaillierte Angaben über Ihre Person gemacht und insbesondere darüber, dass er mit Ihnen über einen gemeinsamen Putsch gesprochen habe. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube, jeder, der nur mich etwas kennt, wird bei dem Gedanken lachen, dass ich mit einem jungen Menschen, der mir gänzlich fremd ist, über Putschpläne gegen das Staatsoberhaupt sprechen würde. Diese Angaben... Ich kann mir nur ein Bild aus dem Protokoll machen und kann mich aus diesem Niederschrift nur den Eindruck gewinnen, dass es sich um vollkommen haltlose Kombinationen handelt. Und zwar von einem Mann, der glaubt, dass die Erde sich alleine um ihn dreht. Gisevius hat weiter behauptet, die Generäle hätten sich bereichert. Stimmt das? Ich wüsste nicht, auf welchem Wege. Haben Sie selbst eine Dotation bekommen? Nein. Sie haben der Anklagebehörde, Herr Feldmarschall, zwei Affidavits ausgestellt. Und zwar das Affidavit Nummer 2, USA Exhibit Nummer 532 und Affidavit Nummer 4, USA Exhibit Nummer 535. Beide mit dem Datum vom 7.11.45. Befanden Sie sich damals in Haft?
Ich war von zwei amerikanischen Offizieren gebeten worden, Ihnen die Gliederung des Heeres und so weiter auseinanderzusetzen. Herr Feldmarschall, ich glaube, ich bin missverstanden worden. Ich hatte Sie gefragt, ob Sie zur Zeit der Ausstellung dieser Affidavits in Haft waren. Bitte noch einmal. Ich hatte Sie gefragt, ob Sie zur Zeit der Ausstellung der Affidavits in Haft waren. Ich befinde mich seit dem 19. Oktober vorigen Jahres hier in Nürnberg als Zeuge im Gefängnis. Nun zu den Affidavits. Wer hat diese Erklärungen aufgesetzt? Aufgesetzt ist sie von zwei amerikanischen Offizieren. Von wem sind diese Erklärungen einverlangt worden? Das weiß ich nicht. Mir nicht gesagt worden. Wurde Ihnen gesagt, zu welchem Zweck diese Erklärungen verwendet werden sollen? Nein. Aufgrund der vorhergehenden Unterhaltungen nahm ich an, dass sie zur Orientierung über die Organisation für Fachleute bestimmt wäre. Haben Sie Verbesserungen auf den Erklärungen vorgenommen? Ich habe eine Reihe von Verbesserungen vorgenommen, die Zahl kann ich nicht angeben. Waren diese Erklärungen zunächst, nach Ihrer Meinung natürlich, missverständlich? Sie waren auch zum Schluss nach den Verbesserungen, nach meiner Auffassung, nur klar, in Verbindung mit den Unterredungen, die vorher stattgefunden hatten. Es waren eine ganze Reihe von Unterredungen, die, wie mir ausdrücklich gesagt wurde, nicht unter dem Zeugeneid ständen, was für mich an und für sich gleichgültig ist, und die den Zweck hatten, die Gliederung klarzulegen. Die ganzen Probleme und Fragen waren doch von den verschiedensten Seiten beleuchtet und besprochen worden. Haben Sie bei Unterschrift des Affidavit Nummer 2, dem die Skizze angefügt ist, darauf verwiesen, dass diese Skizze unrichtig oder missverständlich sei? Ich habe darauf hingewiesen, dass diese Skizze zu Missverständnissen Anlass geben könnte. Da hielt darauf die Antwort, dass die Dinge klar wären und dass es auf die Skizze auch nicht besonders ankäme. Das Affidavit Nummer 1, USA Exhibit Nummer 531, das Generaloberst Halder am gleichen Tage unterzeichnet hat, stimmt mit Ihrem Affidavit Nummer 2, mit Ausnahme des letzten Absatzes, wörtlich völlig überein. Wurden Sie gemeinsam mit Generaloberst Halder vernommen? Nein. Wie Sie vorhin angegeben haben, haben Sie bei der Unterzeichnung des Affidavits Nummer 2 darauf hingewiesen, dass die Skizze nicht richtig sei. Ich lasse Ihnen nunmehr diese Skizze vorlegen und möchte Sie fragen, was an dieser Skizze unzutreffend ist. Die Skizze gibt zu Missverständnissen Anlass nach meiner Auffassung. Hadn't you better ask the witness, as he's your witness, whether there's anything wrong about the affidavits? Herr Präsident, ich bitte um Entschuldigung. Ich habe nicht verstanden, da inzwischen hier falsch eingestellt war. Hadn't you better ask him whether there's anything wrong about his affidavits? He hasn't yet said there was anything wrong about them. Ich komme. Jawohl, ich werde im Anschluss daran Fragen in dieser Richtung stellen. Ich wollte zunächst den Zeugen über die Skizze befragen. Die weiteren Fragen kommen noch. Die Skizze gibt zum Missverständnis Anlass mit Rücksicht auf die Striche. Und wenn man in der Skizze die Hierarchie zum Ausdruck bringen wollte, dann gehörten nach meiner Auffassung die ganzen Stäbe vom Oberkommando der Wehrmacht und der einzelnen Wehrmachtsteile nicht hinein.
now. The tribunal would like to know now whether the witness is saying that there's anything wrong with his affidavits. They're not true. Herr Feldmarschall, Sie geben in dem Affidavit Nummer 2. Gebrauchen Sie das Wort Gruppe 4-mal. Stammt dieser Ausdruck? I said the tribunal would like to know now whether the witness says there's anything untrue in his affidavits. We want to know it now. To understand the meaning of the word now. Well, I'll ask the witness myself. Field Marshal von Brauchitz, are you saying that there is anything in your affidavits, your two affidavits, which is inaccurate or untrue? Nein, nicht was unwahr, sondern was Missverständliches. Ich will ja doch weitermachen. Something you mean which is misleading. Es können verschiedene Fragen, die zu Irrtümern Veranlassung geben. Das einmal ist die Skizze. Das zweite ist der Ausdruck Gruppe. Der Ausdruck Gruppe, den ich genauso verstehe wie Zahl oder Anzahl, aber nicht eine Zusammenfassung einer bestimmten Serie von Dienststellen in organisatorischer oder in geistiger Hinsicht. Denn es bestand zwischen den Wehrmachtsteilen überhaupt keine Verbindung, sondern die Verbindung hier war in der Spitze des obersten Befehlshabers der Wehrmacht, Adolf Hitlers. Und Hitler persönlich spielte immer einen Wehrmachtsteil gegen den anderen aus. Wiederholt hat er mir gegenüber sich in dieser Hinsicht über die Marine und Luftwaffe und ihre Oberbefehlshaber geäußert. Und ich weiß, dass er dasselbe für über das Heer und mich getan hat. Also der Ausdruck Gruppe ist missverständlich in seiner Fassung hier vielleicht. Der war nur verständlich im Zusammenhang der ganzen Besprechungen, die vorher geführt worden sind. Herr Feldmarschall, haben Sie diesen Ausdruck Gruppe bei den Besprechungen mit der Anklagebehörde selbst gebraucht? Das kann ich nun nicht mehr so genau sagen. Es ist wohl möglich, weil ich unter Gruppe, wie gesagt, nichts anderes verstehe als eine Zahl von Persönlichkeiten oder eine Anzahl, nicht eine organisatorische, nicht ein festgefügtes. Und diesen Sinn, den Sie eben gesagt haben, wollten Sie bei Unterzeichnung der Erklärung diesem Wort Gruppe geben? Jawohl. Haben Sie vorher schon mal, also vor der Vernehmung durch die Anklagebehörde über diesen Punkt, das Wort Gruppe in Verbindung mit der höchsten militärischen Führung gebraucht? Nein, denn es gab eine derartige Gruppe, gab es nicht. Es gab sie weder organisatorisch noch gab sie geistig. Wir kennen in der deutschen Armee nur die Gliederung nach der Kriegsgliederung, Regiment, Division, Korps, Armee oder sonst was. Ich komme jetzt zu den letzten Fragen, Herr Feldmarschall. Sie traten im Jahre, und zwar zu Ende des Jahres 1941 zurück. Welches waren die Gründe für Ihren Rücktritt? Im Sommer 1941 war der immer stärker werdende Einflussnahme Hitlers auf alle Fragen
des Heeres. Die völlige Einflusslosigkeit des Oberkommandos Heeres auf allen Gebieten der politischen und wirtschaftlichen Verwaltung der besetzten Gebiete. Und die innere Gegensätzlichkeit gegen die von Hitler betriebene Politik immer schärfer und stärker geworden. Im Herbst 1941 nahm diese Spannung weiter zu. Daneben liefen die dauernden Kämpfe mit der Parteileitung, die ihren Einfluss auf das Heer immer weiter ausdehnen wollte. Ich sah keine Möglichkeit mehr, hier irgendeine Änderung herbeizuführen. So schwer mir der Entschluss war an diesem Zeitpunkt, von dem Heere, in dem Millionen gefallen waren. Mich zu trennen. So entschloss ich mich doch, den entscheidenden Schritt zu tun. Am 7. Dezember 1941 bat ich Hitler unter vier Augen, mich von meinem Amt zu entheben. Er antwortete mir, dass er sich das überlegen müsse und dass er, ich vorläufig über diese Frage nicht sprechen solle. Am 17. Dezember teilte er mir wieder alleine mit, dass er sich entschlossen habe, den Oberbefehl über das Heer persönlich zu übernehmen. Er gab als Grund an, dass er das ganze Vertrauen, das er im Heere genieße, bei der Schwere des Winterfeldzuges in die Waagschale werfen müsse. Am 19. Dezember, auch hier befahl er mir wieder Stillschweigen. Am 19. Dezember erhielt ich den Befehl. Am 20. Dezember abends fuhr ich nach Hause und habe Hitler nicht wieder gesehen. Hitler war das Schicksal Deutschlands. Und dieses Schicksal war nicht aufzuhalten. Ich habe keine weiteren Fragen mehr an diese Zeugen. Bitte schön. Hello, sound recording. Take a break.